Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist für mich Ausweis einer mehrheitlich sich dem Populismus unterwerfenden Sicherheitspolitik, wenn die polizeiliche Kriminalstatistik nicht Anlass ist, über Ursachen zu reden, über Prävention, über Opferschutz, über verbesserte Aufklärungsquoten. Darüber muss geredet werden. Stattdessen werden schon Tage vorher ohne konkrete Zahlen und ohne wissenschaftliche Einordnung die Schlagwörter rausposaunt. Das ist meiner Meinung nach gefährlich. Ich will erklären, warum. All das Gerede von Ausländerkriminalität, Staatsversagen, all die erwartbaren Forderungen, die sind ja schon vorgeschrieben. Da braucht es die PKS doch gar nicht für. Nach Abschottung, mehr Überwachung, härtere Strafen sind doch nur Ausdruck des Unwillens, manchmal auch des Unvermögens, Politik in der Sache zu machen. Sie beklagen die Verrohung der Gesellschaft und sind dann selbst Teil eines verrohten Diskurses der Sicherheitspolitik, nicht mehr ohne Rassismus, den Ruf nach dem starken Staat oder der Schleifung von Bürgerrechten denken kann. Das ist gefährlich. Nun zur Kriminalitätsstatistik. Es gibt einen Anstieg der Jugendkriminalität. Dieser betrifft insbesondere Gewaltdelikte und Diebstähle, die Jugendliche untereinander überwiegend ausüben. Das ist ohne Zweifel besorgniserregend. Die Frage muss aber erlaubt sein: Was hat der Anstieg von Diebstählen mit wachsender Armut und Inflation zu tun? Was hat die zunehmende Gewaltbereitschaft mit einer Ideologie, die um sich greift, zu tun, mit der gezielt gesellschaftliche Gruppen abgewertet werden? Und wo ist der Zusammenhang zu autoritären Haltungen, die das Recht des Stärkeren über das des Gesetzes stellen und selbst zu Selbstjustiz aufrufen? Gibt es reaktionäre Männlichkeitsvorstellungen wirklich nur bei den anderen oder nicht auch in der Mitte der Gesellschaft? Das sind die Fragen, die bei der Ursachensuche zu beantworten sind. Damit sind gesellschaftspolitische Themen angesprochen, die die Polizei nicht lösen kann. Einfach nur mehr Beamte rufen, mehr Befugnisse, mehr anlasslose Kontrollen und mehr Überwachung. Das ist reine Symbolpolitik. Sie bekämpft maximal die Symptome, das oft noch nicht. Aber sie wird niemals an die Ursachen herangreifen, und darüber muss sich Sicherheitspolitik einen Kopf machen. Für uns als Linke ist klar: Eine starke öffentliche Infrastruktur, sozial gerechte Umverteilung, wirksame Hilfen für Menschen in Not, das muss unser Ziel sein. Wir bleiben dabei. Die beste Kriminalprävention ist eine gute Sozialpolitik, die allen Menschen Sicherheit und Selbstbestimmung garantiert. Vielen Dank.